Ja Leute, wir haben jetzt endlich einen Job gefunden und zwar bei den Woodlands of Marburg. Die liegen jetzt genau vor uns, das ist hier ein riesen Anwesen, hier ein großer Vineyard, das hinter uns ist ein Fig Tree, auch 150 Jahre alt und damit genauso alt wie das Hauptgebäude von diesem Anwesen. Und ja, da mache ich jetzt ein bisschen den Housekeeper, Fritz ein bisschen den Gardener und wir wollen euch jetzt hier mal ein bisschen rumführen. Sie, eigentlich machen wir alle Jobs. Eigentlich machen wir alle Jobs. Schiften, Toiletten putzen, Dishwasher, Müllmann. Eigentlich regeln wir hier den ganzen Bums alleine. So, unser Wagen ist verkauft. Einen neuen. Das schöne Golfcar. Hinten können wir sogar mehr mitnehmen als in unserem Auto. Damit geht es jetzt gleich auf den Highway. Damit geht es jetzt gleich nach Brisbane. Na, welcher Schlüssel ist es denn, Fritz? Wer ist das denn hier? Was denn? Ist der auch? Wir waren arbeiten. Überragend, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja? Kann ich nur weiterempfehlen. So, wir kommen jetzt zur Chapel, da sagen sich ganz viele Paare das Ja-Wort. Guckt euch den gemähten Rasen an. Oh. Wisst ihr, wer da die Laubblätter weggeblasen hat? Richtig, ich! Stell das mal vor hier. Stell das mal vor. Das ist die Grotto. Ist das die Grotto? Das ist die Grotto? Oder die Chapel? Das Grotto, ne? Das ist die Chapel. Freunde, jetzt schauen wir mal in die Küche und schauen mal, was wir uns heute Abend gönnen können, was übrig geblieben ist. Fritzchen. Noch geht es nur auf. Auch auf der Hygiene ist eigentlich. Einfach mitten in der Küche ein paar Opossums. Chilling! Gleich nicht mehr! Ja, lass mal rein. Also Randall, unser Boss, zeigt uns jetzt mal ein bisschen hier das Innere der Menschen. This is our Brockwell Gill room. Fritz? Yeah, of course it is. I remember. You remember the name? This one? Of course, with the piano. The housekeepers have left a mess. Yeah. Dennis, there's stuff everywhere. Sorry for that. Yeah. Dennis will fix that tomorrow. 8 hours. Oh, not tomorrow. You have tomorrow off. Tomorrow off? Do you? I don't know. No, I don't think so. I wish I would. No, 8:30. That's where we'll be having Christmas lunch. Aha, okay. Yes. In that room with Michael and Randall waiting on you. Mm. Bringing you beer and food. That sounds great. Yeah. Yeah, where's Heineken from? Netherlands. Netherlands, yeah. I think it's out of date. It's good for us. Yeah, we can have it. Yeah. Give it to us. I think it's very out of date. Let's have a look. 2010. Oh. 6 years. Nearly 7 years. Nearly 7. Yeah. Okay. Yeah, I think it... Give it a try. Nein, das ist so. Erinnert mich ein bisschen an so eine Puppe aus Insidious. Und Stephen King? King. Lass das mal abziehen. Fühlt sich so richtig wie bei Oma, aber einer reichen Oma. Also eine richtige Bonzen-Oma. Steve, guck mal, was über dir sitzt. Oh, Alter. Ding ist, es ist nicht raus. Kann man da überhaupt nicht raus? Keine Ahnung, ob das noch hält hier. Sieht echt nicht stabil aus, Alter. Mit dem Nägel ist es raus. Nägel sind schon draußen. Das ist ja beruhigend. Und wie findest du es? Schon krass, ne? Arbeiten. Ich will euch mal ein bisschen mitnehmen hier. Ich zeige euch mal, was ich hier so mache den ganzen Tag. So Leute, Feierabend! Fritz und Stefan, die sehe ich jetzt gerade da hinten. Und die hassen mich richtig, weil die müssen noch 2 Stunden. Und ich habe jetzt schon Feierabend, ich chill jetzt hier. Ich hoffe, wir kriegen die gleich mal ein bisschen drauf. Und vor allem einen müsst ihr kennenlernen, und zwar Graham, der ist so geil. Das ist halt der Gärtner, der gibt denen immer die ganze Zeit die Anweisung. Ja, hier, hebt mal die Palmblätter auf und sowas. Und der sagt einfach in jedem Satz bloody. Das heißt, ne, weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt sowas wie fucking, also so verdammt. Und das benutzt er einfach so random die ganze Zeit. Also wir haben jetzt schon einen Counter. Und Rekord war 3 Bloodies in einem Satz, ne? Irgendwie so. Er sagt, take this bloody table into this bloody shed, your bloody guys. Also, richtig geil, richtig geiler Typ. Sehr gut, dann gehen wir mal zu Fritz. Na? Ja. Ach Mensch. Ihr hasst mich, oder? Aber ihr habt die coolere Arbeit, das muss man schon sagen. Hast du mich heute Fenster putzen sehen? Ja, und die sind halt immer noch dreckig. Kommt jetzt mal auf. So Freunde, da haben wir ihn. Da geht er. Richtig getan. Oh, wieso? Oh, Idiot. Voll die Brust zerklatscht.